Ehrlich gesagt ist man immer ein bisschen nervös, das gehört dazu, deswegen machen wir das auch, glaube ich, wegen dem Nervenkitzel, der da mit dabei ist. Ich glaube, wenn es dann am Sonntag hart auf hart kommt, gibt es einen richtigen Dogfight, dazwischen werden wir auch immer. Das wird dann schon was ganz Spezielles sein, natürlich ist da Nervosität ja, vielleicht noch mal ein bisschen höher wie sonst. Ich weiß gar nicht, dass wie viele Mal wir jetzt P1 sind am Freitag, aber ja, nützt nichts, wenn wir es nicht umsetzen können am Samstag. Und ja, bisher ist es uns nicht so ganz gelungen. Deshalb müssen wir schauen, dass wir das morgen jetzt den Schwung mitnehmen können und das morgen umsetzen, ja, im Qualifying. Gut eigentlich, ein abwechslungsreicher Tag. Es war nochmal feucht heute Morgen, völlig unerwartet. Ich glaube aber, dass es das letzte Mal war, dass wir dieses Jahr jetzt Regen gesehen haben und erwarte den Rest des Wochenendes trocken. Wir waren in beiden freien Trainings gut dabei. Und waren auch gestern beim Testtag schon gut aussortiert und schnellster. Insofern gehen wir mit guten Vorzeichen und voller Optimismus in die beiden Rennen morgen und übermorgen. Die Chancen, denke ich, sind für alle gleich morgen. Um die Pole Position zu kämpfen. Das wird auf dieser Strecke hier besonders wichtig sein. In Oschersleben ist traditionell das Überholen ziemlich schwierig. In Oschersleben gibt es viele Faktoren. Da muss einfach alles passen, keine Fehler, kein Verkehr, gar nichts. Es wird schon ein heikles Unterfangen werden, aber wir sind eigentlich sehr, sehr zuversichtlich. Das gehört dazu. Die Nervosität ist immer da. Ich gehe das Wochenende eigentlich an, wie jedes andere Rennen auch. Nein, schlussendlich ist es, glaube ich, ein Wochenende wie jedes andere. Und wir müssen einfach schauen, dass wir die größtmögliche Punktzahl mitnehmen werden. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt.